Hallo ihr wundervollen Menschen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Als ich 2016 ursprünglich mit dem Stream angefangen hatte, war meine allererste Investition in ein neues Mikrofon, denn ich wollte den schrottigen Headset-Sound nicht mehr haben. Dazu habe ich mir damals das Auna Mic 900B gekauft und das war zu seiner Zeit wohl das am weitesten verbreitete Anfängermikrofon, das es so gab. Es hat damals so um die 70 Euro gekostet, glaube ich, und auch heute, ich habe vorhin nochmal geschaut, kostet es auch nicht arg viel mehr. Hat mir sehr gute Dienste geleistet, nur nach jetzt mittlerweile schon fast 6 Jahren wurde es mal Zeit für ein Upgrade. Ich liebäugel schon die ganze Zeit mit dem Elgato Wave 3, habe ich mir jetzt endlich gegönnt. Und wie das Ganze klingt und ob sich der Umstieg tatsächlich gelohnt hat, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! So stellen wir beide Kontrahenten aber erstmal gegenüber. Das Auna Mic auf der linken Seite und das Elgato Wave auf der rechten Seite. Die maximale Samplerate beim Auna Mic 900B beträgt 48 kHz, wohingegen die maximale Samplerate beim Wave 3 96 kHz beträgt. Die maximale Bitrate beträgt beim Auna Mic 900B 16 Bit und beim Wave 3 24 Bit. Der Frequenzbereich liegt beim Auna Mic bei 300 Hz bis 18 kHz und beim Wave 3 bei 70 Hz bis 20 kHz. Der Schalldruck liegt beim Auna bei 136 Dezibel und beim Wave 3 bei 140 Dezibel mit aktiviertem Clipguard. Die Empfindlichkeit liegt beim Auna bei minus 32 Dezibel und beim Wave 3 bei minus 25 Dezibel. Sprechen wir über die weiteren Besonderheiten. Die Kapsel ist beim Auna Mic eine 16mm Elektretkapsel, beim Wave 3 eine 17mm Elektretkapsel. Die Richtcharakteristik ist bei beiden Niere. Der Anschluss des Auna Mics ist ein USB B-Anschluss auf A und beim Wave 3 ein USB-C auf USB-A-Anschluss. Zu den Maßen, das Auna Mic hat 165 mm in der Höhe, 50 mm im Durchmesser, da es rund ist. Das Wave 3 hat 153 mm in der Höhe, 66 mm in der Breite und 40 mm in der Tiefe. Das Auna Mic ist 295 Gramm leicht und das Wave 3 ist 280 Gramm leicht. So, und jetzt kommen wir auch mal zu dem Teil, auf den ihr schon die ganze Zeit gewartet habt. Und zwar kommen wir jetzt mal zur Tonqualität der einzelnen Mikrofone. Im ersten Test kümmern wir uns jetzt vorerst um das ehemalige, um den ausgedienten quasi, um das Auna Mic 900B und hören uns jetzt einfach mal an, wie die Sprachqualität bzw. Tonqualität des Auna Mics ist. Und vergleichen das Ganze dann gleich mit dem Elgato. Beide Mikrofone werden ohne jegliche Filter aufgenommen. Also einfach Plug and Play, anstecken, Aufnahme drücken und los geht's. Wir fangen wie gesagt an mit dem Auna Mic 900B. Und hier sind jetzt mal ein paar Testaufnahmen. Chuck Norris schläft mit einem Kissen unter seiner Pistole. Chuck Norris kann schwarze Filzstifte nach Farben sortieren. Außerdem hat er alle Farben erfunden, außer rosa. Tom Cruise hat rosa erfunden. Chuck Norris wird beim Einpacken geblitzt. Chuck Norris kennt die letzte Ziffer der Zahl Pi. Chuck Norris hat bis unendlich gezählt, zweimal. Chuck Norris hat nach seiner Geburt seine Mutter heimgefahren. Chuck Norris isst sein Knoppers um 8:30. Chuck Norris hat in Pokémon Go alle Pokémon gefangen über seinen Festnetzanschluss. Chuck Norris kennt das Ende von GZSZ. Chuck Norris hat als Kind Sandborgen gebaut, heute nennt man das Pyramiden. In einem normalen, durchschnittlich bestückten Wohnzimmer gibt es 1442 Dinge, die Chuck Norris benutzen kann, um dich zu töten, den Raum selbst eingeschlossen. Chuck Norris schläft mit einem Kissen unter seiner Pistole. Chuck Norris kann schwarze Filzstifte nach Farben sortieren, außerdem hat er alle Farben erfunden, außer rosa, Tom Cruise hat rosa erfunden. Chuck Norris wird beim Einpacken geblitzt. Chuck Norris kennt die letzte Ziffer der Zahl Pi. Chuck Norris hat bis unendlich gezählt, zweimal. Chuck Norris hat nach seiner Geburt seine Mutter heimgefahren. Chuck Norris isst sein Knoppers um 8:30. Chuck Norris hat in Pokémon Go alle Pokémon gefangen über seinen Festnetzanschluss. Chuck Norris kennt das Ende von GZSZ. Chuck Norris hat als Kind Sandburgen gebaut, heute nennt man sie Pyramiden. In einem normalen, durchschnittlich bestückten Wohnzimmer gibt es 1442 Dinge, die Chuck Norris benutzen kann, um dich zu töten, den Raum eingeschlossen. Lasst uns doch jetzt noch mal ein bisschen das Grundrauschen anhören. Fangen wir zuerst mit dem Auna Mic an. Ich bin mal ganz ruhig. Wie gesagt, alle Filter sind deaktiviert und ich würde aber die Lautstärke etwas höher drehen, sodass wir uns wirklich auf die Nebengeräusche oder das Grundrauschen eben konzentrieren können. Also, hören wir mal rein. Zuerst das Auna Mic 900B.
Dies ist ein Test des Auna Mic 900B mit aktivierter Geräuschunterdrückung und Raumecho-Unterdrückung von NVIDIA Broadcast. Dies ist ein Test des Elgato Wave 3 mit Geräuschunterdrückung und Raumecho-Unterdrückung von NVIDIA Broadcast. Wenn ihr einfach nur ein Mikrofon haben wollt, das deutlich besser klingt als das von eurem Headset, dann könnt ihr auf jeden Fall absolut ohne jegliche Bedenken zum Auna Mic 900B greifen. Das ist ein super Einsteigermikrofon, auch heute noch 2021 für einen relativ günstigen Preis. Ihr werdet damit eure Freude haben. Wenn ihr aber deutlich mehr rausholen wollt und einige weitere Features einfach haben wollt, die das Auna Mic zum Beispiel nicht hat, wie jetzt zum Beispiel hier so einen kapazitiven Mute-Button oder einen Drehregler auf der Vorderseite von dem Wave 3, mit dem ihr eure Eingangs- und Ausgangslautstärke nicht nur regeln könnt, sondern eben auch komplett separat einstellen könnt, ob ihr jetzt zum Beispiel die Musik lauter oder leise haben wollt, ob ihr eure Teammates lauter oder leise haben wollt, wie auch immer, könnt ihr alles direkt an der Vorderseite einstellen. Das ist ein mega Feature. Und auf der Rückseite habt ihr jetzt zum Beispiel bei dem Wave 3 auch noch einen 3,5mm Klinkenanschluss, damit ihr euch selber monitoren könnt oder eben um das Ganze auch als Ausgabe zu nutzen. Das hat das Auna Mic eben auch nicht. Ich habe euch jetzt hier nochmal den Browser aufgerufen und zeige euch das Ganze auch nochmal direkt auf Amazon. Hier hätten wir zum einen nochmal das Auna Mic 900B, liegt aktuell bei 69 Euro, kommt auch direkt mit einer Mikrofonspinne daher, super Sache. Super günstiger Preis, allerdings denkt dran, hier ist kein Stativ dabei und auch noch kein Popfilter. Der Popfilter, das ist aber nicht wirklich teuer, der liegt hier bei 11,99 €, wie ihr hier sehen könnt. Solltet ihr euch einfach dazu holen, wenn schon, denn schon. So, als Mikrofonstativ kann ich euch auf jeden Fall das hier empfehlen. Das ist ziemlich günstig, klemmt ihr günstig, aber auch wirkt zumindest relativ stabil. Das schraubt ihr quasi einfach nur an euren Tisch dran, Mikrofon dran, fertig. Läuft alles. Das Elgato Wave 3 allerdings, das ist ein gutes Stück teurer. Das liegt hier aktuell bei 149 Euro, kommt zumindest mit so einem kleinen Tischstativ daher, aber das wollt ihr vermutlich eher nicht nutzen. Aber auch da empfehle ich euch, greift einfach nochmal zu dem Mikrofonständer hier und dann könnt ihr das Ganze eben auch an eurem Tisch anbringen. Ist eine gute Sache, habe ich hier auch gemacht, funktioniert einwandfrei. So, allerdings braucht ihr eben für euer Elgato zusätzlich auch noch einen Popfilter. Braucht ihr nicht, aber ich würde es euch einfach empfehlen, dann habt ihr einfach alles, was so dazugehört. Der Popfilter hier kostet 29,99 €. Ist ein bisschen teuer für einen Popfilter, der ist auch aus Blech, vermute ich. Das Ding ist, dadurch, dass das Elgato eben seine eigene Form hat und nicht rund ist, könnt ihr da halt kein x-beliebiges nehmen. Ihr könntet jetzt natürlich theoretisch auch den billigen Popfilter nehmen und euch den einfach so davor machen. Sieht aber nicht so toll aus. Deshalb hier 29,99 € und ihr könnt euch den Popfilter dazu holen. Im Gegensatz zum Auna Mic ist hier eben auch keine Mikrofonspinne dabei. Die müsstet ihr bei Elgato quasi dann auch nochmal separat beziehen. Das wäre diese hier. Ihr seht schon, von der Form her könnt ihr keine x-beliebige Mikrofonspinne nehmen, weil die meisten Mikrofone eben rund sind und dieses hier ist halt rechteckig. Liegt bei 37 Euro. Solltet ihr euch einfach dazu holen. Wenn wir dann mal das Ganze zusammenrechnen, liegt ihr Mikrofon inklusive Spinne und Popschutz mit Mikrofonständer beim Auna Mic bei 231,49 Euro. Und die Gesamtkosten für das Auna Mic liegen wir bei 97,48 €. Das ist ein Preisunterschied von ganzen 134,01 €. Nichtsdestotrotz, ich sag's euch, ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, das Elgato Wave 3 zu nehmen. Es ist deutlich besser, der Klang ist viel, viel besser. Die Software ist der absolute Hammer, aber wie gesagt, das würde hier den Rahmen sprengen. Ich denke, dazu werde ich ein separates Video machen oder es gibt auch diverse andere Videos auf YouTube. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und wenn ihr das Mikrofon live in Aktion erleben wollt, montags, mittwochs, samstags und sonntags streame ich jeweils live auf Twitch. Link in der Videobeschreibung und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut, wenn ich euch da begrüßen dürfte. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Mikrofon, zu der Einstellung etc., dann kommt einfach ganz gerne mal bei Twitch vorbei, schaut in meinem Discord vorbei, lasst uns einfach drüber quatschen, findet mir bestimmt eine Lösung. So, was bleibt da jetzt noch abschließend zu sagen? Habe ich den Kauf bereut? Auf gar keinen Fall. Ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich das habe. Ihr seht es hier, 30. Juli.
Aber ich muss sagen, ich habe das wirklich ausgiebig getestet. Ich habe schon viele, viele Aufnahmen damit gemacht. Ich bin damit aktiv beim Stream. Ich habe das mit meinem Stream Deck gekoppelt. Kann ich euch übrigens auch gerne zeigen, wie das funktioniert und was man damit so alles machen kann. Ist eine ziemlich geile Geschichte. Ich bin mega happy, dass ich es gekauft habe. Ich bereue es absolut nicht. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Alle Links zu den Produkten sind unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Interesse daran habt oder wenn ihr sogar eins von den vorgestellten Produkten einfach mal selbst testen wollt oder für euch erwerben möchtet, könnt ihr gerne die Links unten nutzen. Kostet euch keinen Cent mehr. Für mich ist es aber eine kleine Hilfe, weil Amazon gibt mir dann noch ein kleines bisschen davon ab. Und wenn euch das Video an sich gefallen hat, wenn euch das auch geholfen hat vor allem, dann würde ich mich ganz, ganz gerne über ein Abo freuen. Und wenn ihr weiter solche Videos haben wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ist eine Riesenhilfe für mich. Wird mir unglaublich viel weiterhelfen. Würde ich mich wirklich drüber freuen. Vielen, vielen Dank im Voraus dafür. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Am Sonntag folgt zunächst auf jeden Fall mal wieder ein Statistikvideo. Das werde ich jetzt die Tage schon mal vorbereiten. Dann können wir einfach sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat bisher mit meinem YouTube-Kanal und mit meinem Twitch-Account und Facebook, Instagram, TikTok und was es da nicht noch alles gibt. Dann können wir drüber sprechen, was sich dann bisher alles so im Stream und auf YouTube so verändert hat. Dann werde ich vielleicht noch ein Video drüber machen. Ich habe mir nämlich über Fiverr diverse Logos jetzt mal erstellen lassen. Hab die jetzt auch noch nicht unbedingt aktiv im Einsatz. Ich kann mich noch nicht genau entscheiden. Und die finalen Logos, da warte ich eben noch drauf. Da muss mir der nette Mann das noch zukommen lassen. Wenn ihr wissen wollt, wie das mit Fiverr ist, wie der ganze Prozess da ist, wie das abläuft, was das kostet und ob das überhaupt sich lohnt, kann ich auch nochmal in einem gesonderten Video machen, wenn ihr möchtet. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Immer dran denken, Rollläden runter machen, wenn ihr ins Bett geht. Keine Süßigkeiten von Fremden annehmen, Kanal abonnieren und wir sehen uns, wenn ihr mögt, gerne bald wieder. Bis dahin. Ciao.